Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. So, wie angekündigt, werden wir jetzt einfach mal unten an Dingens verballern. So, das klappt ja hier gut mit dieser Kohle jetzt. Wir werden jetzt unten einfach mal ein Dingens verballern, um mal zu gucken, ob wir nicht hier irgendwo noch Eisen haben. Also, das kann ja nicht sein. Also, ich hätte ja gerne hier auf 64 Meter irgendwie Eisen. Ob das nicht möglich ist, dann können wir das nämlich hier mit hochladen. So, warum kommt jetzt hier kein Erz mehr hoch? Oh, da sollten wir unten mal eben kontrollieren gehen. Seht ihr? Wieso kommt jetzt hier nichts mehr hoch? Da müssen wir mal schnell nach unten uns das angucken. Sollten wir jetzt endlich hier dieses Dings weggehauen haben, oder was? Nee. Warum kommt hier nichts an? So, du haust raus, aber du haust nicht raus, oder wie? Die sind aber auch beide leer. Was ist hier los? Jetzt haut er wieder raus, aber irgendwas scheint doch hier jetzt nicht zu stimmen, oder? Das möchte ich mal eben prüfen. So, warum haust du jetzt hier nichts mehr raus? Doch, du haust Lithium raus. Ja, dann hau ich jetzt wieder den Bohrer hin. Zack. Öffne dich. Doppelklick. So, und dann haben wir hier den Magnetic drin. Den großen, dass der wieder mit bohrt. Und hier uns jetzt wieder mit befüllt. Wir können aber auch einfach mal sagen, okay, wir missbrauchen das jetzt, indem wir die Storage einfach so voll machen. Dann müsste der uns ja jetzt Eisen hochtransportieren. Und das macht er auch. Seht ihr das? Einfach mal nur so, weil wir es können. Und wenn die denn leer sind, dann haut der uns da wieder Lithium rein. Also das läuft jetzt wieder. Warum das jetzt gerade nicht lief, ist mir eigentlich unerklärlich. Ich hoffe ja auch mal, dass wir bald hier durch sind, dass wir weiter und tiefer runter können, damit wir dann unten alles anschließen können. Das ist ja unser Hauptziel hier, dass wir unten alles anschließen können. Aber wir gehen jetzt wieder hoch, denn wie gesagt, wie versprochen, wollte ich ja mit euch scannen. Na, komm, ich will. Nein, nein, nein. So. Also wir scannen einfach mal hier und schauen mal, ob nicht hier irgendwo Eisen in der Nähe ist. So, hier hoch geht's auch, oder wie? Nee. Bevor wir das scannen, gehen wir einmal hier und dann gucken wir mal, wo wir uns befinden. Also wir befinden uns jetzt hier und wir wissen, dass unter uns Eisen ist, ne? Das wird ja da irgendwo abgebaut. Das Eisen, oder wo war das? War das hier? Was wird denn hier nochmal abgebaut? Ach, das ist, Moment, jetzt muss ich mal selber überlegen. Hier unten holen wir Lithium hoch. Das ist ja klar. Das war Lithium. Aber wo war unser Eisen und... Ja, wo holen wir denn das Eisen her? Ich glaube fast, das hier ist doch unser Eisen, oder? Aber es geht wieder rauf. Nee, das wird unser Kupfer sein wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, jetzt bin ich total perplex, Mann. Lass uns mal eben überlegen. Nee, das hier ist doch unser Kupfer. Genau, das ist unser Kupfer. Rein theoretisch müssten wir unter uns die Erz noch holen. Jetzt bin ich doch satt. Lass mich mal eben schauen. Wir fahren jetzt noch mal eine tiefer. Und dann werden wir doch auf Eisen. Ne, nicht hoch, runter will ich, Mann. Ja, müssen wir einen Moment warten. Fahren wir noch mal runter, fahren wir ein bisschen Karussell. Komm, wieder einmal runter. Sehr schön. Ich hätte auch umsteigen müssen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Oh mein Gott. So, hier fahren wir einmal runter.
So, das heißt, hier fahren wir jetzt aus 64 Meter, kriegen wir Eisen. Ich weiß ja nicht, ob das sich jetzt noch lohnt, hier das hoch zu transportieren. Schauen wir mal hier K und U. Also, das heißt, ja, wir sind eigentlich knapp über unsere Röhre, würde ich sagen, ne? Was passiert, wenn ich mich jetzt hier einfach hochbuddel? Das heißt vielleicht, ich muss eigentlich da drunter stehen. Warte mal, K und U. Also wir müssen unmittelbar hier drüber irgendwie am Abbauen sein. Ja, seht ihr, das ist doch das, was ich hier meine die ganze Zeit. Das ist nämlich statt Lithium. Ah, wartet mal. Das können wir natürlich anders klären. Gut, dass ich das weiß. Da hätte ich jetzt einen riesen Behall draus gemacht. Das ist nämlich da Cleaning. Ihr seht, er geht schon weg, das Ganze. Oder ist das jetzt... Da müssen wir mal jetzt... Ich will da hoch. Ich will wissen, was das ist. Was wir da jetzt letztendlich am Abbauen sind. Ach, das ist unser... unser Dingens ist das, genau. Unser Eisen, ne? Ne, das hat Lithium. Genau, das hat Lithium von oben. Das ist jetzt so gut wie weg eigentlich. Ihr seht, Cleaning. So, jetzt ist es weg. Deswegen kam auch kein Lithium mehr hoch. Das heißt, wunderbar, wir können uns hier nämlich runterbohren und können jetzt die Röhre bis hier unten verlängern. Dann können wir nämlich von hier das Zeug holen und von hier das Zeug können wir nämlich mit der Röhre hochschicken. Dann hätten wir das auch mal geklärt. Das ist doch wunderbar. Das passt mir doch richtig in den Kram. Die Frage ist jetzt nur, ich muss jetzt da hoch. Das ist gut, dass man diese eine Ansicht da hat. Aber hier ist noch mehr. Moment, was ist denn hier? Achso, das ist noch das Eisen, ne? So, das mache ich mal weg. Dann lasse ich das mal runterfallen, ne? Eins, zwei. Wir müssen natürlich schauen, wo jetzt unsere Hauptaorta war. Ja, das ist jetzt unsere Hauptader da. Die jetzt tiefer geht, haben wir gesagt, ne? Moment, dann springe ich mal dahin. So, sehr schön. So, vier runter. Eins, zwei. Das passt doch. Seht ihr, so funktioniert das System. War jetzt nicht geplant, aber ihr seht, es waren nur ein paar Meter bis zur nächsten Abbaustelle, ne? So, hier kann ich jetzt natürlich, beziehungsweise hier muss ich eine Wand hinziehen. Und das mache ich gerne. Wenn wir hier das Bedrock setzen. Ja, so, da. Ne, Rock ist das, ne? Ja, genau, Rock. Ziehen wir das einmal bis dorthin. Sehr schön. Einmal hier und einmal hier. Der Schacht soll ja ruhig zu sein. Ne, Quatsch, das... Achso, doch, das ist ja unsere hier, unsere Powerwand, ne? So, dann... Genau. Habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht? Ja. Ich muss wieder hoch. Wie immer, ich möchte es sauber runtergraben, so dass wir nachher keine Probleme haben. Hier, das kann wieder alles zugemacht werden. Das benötigen wir nicht und das benötigen wir auch nicht. Das wird auch zugemacht. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier wieder weiter runter. Wir müssen schauen, übrigens, bis wo der Strahl geht. Es kann nämlich sein, dass er hier irgendwann mal aufhört, ne? Aber noch scheint der irgendwie noch tiefer zu gehen. Wenn wir das da, das, dann machen wir das, 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 das. Sehr schön, ne? So, dann sollten wir doch jetzt unseren Schacht fast haben. Jetzt bauen wir weiter unsere Röhre. Zack, zack, zack. Komm, Röhre. Sehr schön. Dann das hier weg. Da wieder eine Röhre hin. Das weg. Hier kommt wieder bis nach unten Rock hin. Wo haben wir es? Ja, es wird kompliziert, aber nicht für uns. So. Da möchte ich ran gerne. Aber der lässt mich das nicht runter machen. Warum? Ja gut, okay. Kann uns aber auch nicht stören. Machen wir es hier runter. Jetzt gehen wir jetzt mal hier bis zu der Stufe
wo wir eigentlich unten sein sollten. Und das ist jetzt erreicht. Wenn wir es hier noch runter machen, hier noch runter. Sehr schön, das passt nämlich alles. Hier, hier, das, das, das weg. So, der Strom sollte eigentlich bis hier unten kommen. Dann könnte ich eigentlich schon wieder hier hinsetzen. Ich hoffe es zumindest. Dass das so richtig ist, wie ich mir das denke. Ja, genau. Der bändelt an. Die Wand kann auch bleiben. Die kann auch bleiben. Dann machen wir das hier so zu. Mit dem Rock. Zack. Einmal. Warum gehst du nicht zu? So, jetzt hier einmal zumachen, bitte. Beziehungsweise die Wand machen wir zu. Das machen wir zu. So, dann haben wir jetzt erstmal zwei Öffnungen. Dann machen wir das noch zu. Es soll ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Wir wollen ja später tiefer gehen. Wir docken jetzt einfach nur hier an. Das heißt also, hier bauen wir jetzt unsere Tubes dran. So, dann werden wir hier einen Hopper setzen. Oder ich bin mir noch nicht sicher. Wir können den wegmachen. Und das ist Schütte, was ich hier habe. Weil hier ist der erste Hopper. Kann ich den versetzen denn letztendlich? Könnte ich. Genau, und das machen wir auch. Dann bauen wir das mal um. Das nehmen wir weg, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich mache sofort hier weiter mit euch. Aber das benötigt hier jetzt ein wenig Umbaumaßnahmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.